So, jetzt. Florian, wir sind in deinem Zimmer. Ich habe es gern gehabt. Ich war viel unterwegs mit dir. Mino hat es gern gehabt. Mina hat es lieb gehabt. Ich habe Mina auch lieb gehabt. Wir sind hier in Bernd Seiferts Zimmer in der Gedenkstätte. Bernd, ich liebe dich innig und danke dir, dass du diese Nacht bei mir warst. Ich habe dich so lieb und wir haben es dir hier auch so schön gemacht, dass du jeden Tag hier sein kannst. Wir gehen jetzt gerade noch mal durch das Zimmer durch und sehen auch, dass alles sehr schön ist. Auch die schönen Blumen, die wir dir dort hingestellt haben, die schönen Blumen überall, weil du Blumen und Natur so gerne mochtest. Auch diese Stelle, wo wir beten. Wir danken dir für deine Hilfe, Bernd. Und ich werde dich niemals vergessen und immer lieben. Du bist immer bei uns, bei mir, mit mir verbunden. Und auch Willi ist bei dir. Wir sind auf dein Aufnahmebüro. Nein, ich rufe dich an ein Aufnahmegerät. Ich danke dir, Herr. Herr Bernd, der Mina hat sehr lieb gehabt. Und liebt es immer noch. Ich habe mit dir viel unterwegs in Funktion. Ich verstand alles. Ich habe mit dir viel in der Klinik infiziert. Ich war viel unterwegs mit dir. Aber leider können wir nicht mehr mitmachen, wir beide. Jetzt. Ich spüre dich. Ich bin bei dir. Mina, lustige Musik für ihr Zimmer. Die gute Musik. Ich und Mina werden es nie vergessen. Du bleibst immer in unserer Erinnerung. In deinem Stabelzimmer. Danke, ich spüre dir. Mein Herz. Ich hatte gern mein Herz. Ich hab dich lieb. Hier ist nun nochmal das Aufnahmegerät, mit dem wir den Bernd rufen und Bernd empfangen können. Er ist mit vielen Jenseitigen zu hören. Er ist von vielen Kindern umgeben, die auch antworten. Er hat viel für die Kinder getan. Er hat sein ganzes Vermögen den armen Kindern vererbt. Und die Kinder danken es ihm. Auch entstehen in diesem Zimmer Bilder von Bernd. Bernd als Engel, umgeben von vielen Kindern. Es ist dies der Dank von Bernd für diese enorme, innige, tiefgehende Liebe von mir, Hermine Schneider. Ich liebe dich so innig, Bernd. Und ich bin fast jeden Tag bei dir, um deine Nähe zu spüren. Noch nicht? Ich bin jeden Tag für dich, mit der Nähe. Wir beten jeden Tag für dich, Bernd. Jeden Tag für dich, du musst beten. Und wir sind sehr, sehr dankbar. Wir sind immer sehr dankbar. Bernd, ich bin dir so dankbar, dass ich deine Liebe auch nach deinem Tod innig und tiefgehend empfinden kann. Hier in deinem Zimmer.
Bernd, du bist immer bei mir. Und ich spüre dich. Ich habe deine Stimme auf Tonband und kann sie wie zu Lebzeiten jederzeit hören. Als auch deine nachtödliche Stimme auf dem Aßmann-Plattengerät. Ich danke dir, dass ich auf dein Gerät laufen darf. Dass ich mit dir sprechen durfte, auf das Gerät. Sondern auf das Gerät gehört. Es war ein schöner Tag und ein großer Dank an dich, Bernd, dass wir in deinem Zimmer drehen durften, um auch allen Menschen diese Trauer, die ich habe, nachempfinden zu lassen. Du hast nur so ein kurzes Leben gehabt. Nur so ein kurzes Leben war dir vergönnt. Aber du bist bei uns, Bernd. Und ich werde dich niemals vergessen. Ich bin immer bei dir und für dich da, Bernd. Bernd, ich liebe dich.